Hallo und herzlich willkommen bei Familienaufstellung verständlich erklärt. Ich bin Thomas Hafer. Ich bin Familienaufsteller in Köln und fachverbandsanerkannter Lehrtrainer. Und ich bilde in Köln und auch in einigen anderen Ländern Psychologen und Therapeuten und Berater aus in Familienaufstellungsarbeit. Ich möchte einmal versuchen, in einer kleinen Serie von Vorträgen diese Arbeit verständlich zu erklären und diese Vorträge ins Internet stellen, sodass Sie als Internet-User sie klicken können. Dies ist das erste einer Serie von 8 solchen Vorträgen. Diesmal geht es um Einführung und Überblick. In diesem Video erfahren Sie ein bisschen was über meinen persönlichen Hintergrund. Ich gebe Ihnen eine kurze Definition und kurze Erklärung, was ist das, eine Familienaufstellung. Und ich gebe Ihnen einen Überblick über diese Serie, welche Aspekte der Aufstellungsarbeit beleuchte ich in diesen 8 Vorträgen. Zunächst ein paar Hintergrundinformationen über mich. Ich bin Familienaufsteller in Köln, mache seit etwa 15 Jahren etwa einmal im Monat ein Seminar mit Familienaufstellungen. Ich bin Lehrtrainer und mache viel Weiterbildung, bilde zusammen mit einer Kollegin viele Leute aus in Sachen Familienaufstellung. Und ich mache Persönlichkeitstrainings für Führungskräfte bei Siemens. Und ich weiß von daher auch, dass diese Arbeit mit Aufstellungen, das ist nicht alles, was ich da mache, aber ein wesentlicher Teil, auch in der Businesswelt sehr gut funktioniert. Mein Hintergrund kann man mit 3 Dingen zusammenfassen. Erstens, ich habe Philosophie studiert. Zweitens, ich habe eine ganze Reihe von psychotherapeutischen Weiterbildungen gemacht. Lange mich mit Rogers beschäftigt, ganz lange mit Gestalttherapie, viele namhafte Lehrer. Und ich bin dort auch anerkannter Lehrtherapeut für Gestalttherapie. Ich habe eine psycho-onkologische Ausbildung, also Psychotherapie mit Krebskranken. Kenne mich also auch psychosomatisch gut aus. Ich habe eine Körperarbeitsausbildung und habe eine 4-jährige von der Kassenärztlichen Vereinigung anerkannte Ausbildung in tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie. Das, was mich am meisten fasziniert von all diesen Methoden, ist die Aufstellungsarbeit. Und seit inzwischen fast 10 Jahren mache ich nichts anderes mehr, außer diesen Aufstellungsseminaren in der Psychotherapie. Und ein drittes, das erste ist die Philosophie, das zweite sind die therapeutischen Weiterbildungen. Und ein drittes, was ich erwähnen möchte, was auch die Art, wie ich mit Aufstellungen arbeite, prägt, ist ein spiritueller Hintergrund. Ich bin seit etwa 10 Jahren Mitglied einer spirituellen Schule mit dem Namen Diamond Approach, die eine, wie ich finde, sehr intelligente Verbindung bildet aus dem Wissen und den Methoden der großen alten spirituellen Traditionen, wie zum Beispiel Buddhismus oder Sufitum, und eben dem modernen Wissen der Psychologie. Aber jetzt zur Familienaufstellung. Kurz gesagt, es ist ein neuer, in den 80er Jahren in Deutschland neu entstandener Ansatz in der Psychotherapie und Beratung. Hat sich dann in der ganzen Welt sehr schnell verbreitet. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Ansatz gibt, der sich so schnell in der Welt verbreitet hat. Einige Jahre schon nach den ersten Anfängen gab es Ausbildungsinstitute in anderen Ländern und so weiter. Und ich weiß selber zum Beispiel, ich mache viel in Russland und in Weißrussland Weiterbildungen. Diese Therapeuten sind sehr interessiert an dieser Arbeit, weil die Aufstellungsarbeit eine einzige Intervention schon zu einer wirklichen Veränderung im Leben führt. Und in Russland können die Therapeuten nicht damit rechnen, dass ihre Klienten jahrelang einmal in der Woche kommen. Die brauchen eine Methode, die mit einer Intervention Wirkung entfaltet. Und das ist in der Aufstellungsarbeit sehr stark der Fall. Man kann 3 theoretische Dinge sagen, die den Ansatz der Aufstellungsarbeit kennzeichnen. Das erste, auffallendste, diese Arbeit am meisten kennzeichnende, ist die Arbeit mit Stellvertretern. Sie kommen in eine Seminargruppe, die Menschen da kennen sie nicht und diese Menschen kennen nichts über ihre Familie und sie wählen aus, sei du Stellvertreter für mich, sei du Stellvertreter für meinen Vater, du für meine Mutter oder sowas. Dann stellen sie die im Raum auf und dann haben diese Stellvertreter Wahrnehmungen. Wir nennen das ein Resonanzphänomen. Die kommen in Resonanz mit den wirklichen Familienmitgliedern
und mit diesem auf diese Weise ans Licht kommenden Hintergründen des Erlebens des Einzelnen, die in der Wahrnehmung der Stellvertreter ans Licht kommen, arbeiten wir. Das ist eine ganz faszinierende, eindrucksvolle, auch sehr, sehr erstaunliche Geschichte. Ich werde in einem der Videos, in einem der Vorträge das ein bisschen genauer beschreiben. Das Zweite, was theoretisch den Ansatz der Aufstellungsarbeit kennzeichnet, ist der systemische Ansatz. Wir arbeiten nicht wie die Tiefenpsychologie im Wesentlichen in der Frage, welche Ereignisse in Ihrem Leben, welche Erlebnisse in Ihrem Leben und Entwicklungsbedingungen in Ihrem Leben haben Sie geprägt und sind vielleicht interessant bei der Frage nach Hintergründen für Ihr jetziges Problem. Das tun wir natürlich auch. Also die frühen Beziehungserfahrungen mit den Eltern sind auch eine wesentliche Sache in der Aufstellungsarbeit. Aber wir haben einen geweiteten Blick auf systemische Zusammenhänge. Wie ist Ihre jetzige Situation und Ihre Persönlichkeitsstruktur und vielleicht die relevanten, aber unbewussten Hintergründe für Ihr Problem, mit dem Sie eine Beratung suchen? Wie hängen die zusammen mit der Stelle, die Sie in Ihrem Familiensystem einnehmen und mit den systemischen Dynamiken der Familienmitglieder untereinander? Das ist der zweite theoretische, das Merkmal der Aufstellungsarbeit. Und das dritte ist die sogenannte phänomenologische Schau auf die Seele. Das ist eine völlig andere Art zu schauen, die man auch sehr lernen muss. Das ist eigentlich die Hauptsache, die man in den Weiterbildungen lernen muss. Wie will die Seele angeschaut werden, dass sie bereit ist, sich anzuvertrauen und sich zu öffnen und in einer gewissen Entspanntheit ihre Geheimnisse zu zeigen? Das muss eine Art zu schauen sein, die nicht eingreift, die nicht manipuliert, die nicht bewertet und die nicht analysiert und auch nicht sofort Strategien für ein lösendes Handeln sucht, sondern zu verstehen sucht. Und auch darüber werde ich einen speziellen Vortrag halten, der diese phänomenologische Schau auf die Seele beleuchtet. Dann noch kurz erwähnt, es gibt zwei Fachverbände, wo ich auch jeweils Mitglied bin. In Deutschland ist es ja entstanden und das ist der entwickelste von allen nationalen Fachverbänden, die Deutsche Gesellschaft für Systemaufstellungen mit Sitz in München. Ich blende Ihnen mal den Link ein. Und die International Systemic Constellations Association, ISCA. Soweit mal diese kurze Erklärung, Zusammenfassung. Und jetzt erkläre ich Ihnen, welche Aspekte der Aufstellungsarbeit beleuchte ich in den folgenden 7 Vorträgen noch eingehender. Also Überblick über die Vortragsserie. Das erste Video sehen Sie gerade, Einführung und Überblick. Im zweiten Video gebe ich Ihnen ein Beispiel. Eine konkrete Aufstellung, die ich mal geleitet habe, an der man viele Dinge, die die Aufstellungsarbeit allgemein ausmachen, gut erkennen kann, an einem Beispiel. Und ich nehme dann später auch immer mal wieder Bezug darauf, dass Sie in diesem Beispiel haben, sich vorstellen können, wie das aussieht, was ich in den späteren Vorträgen dann im Einzelnen erkläre. Dritte Video, ich erkläre Ihnen den Ablauf. Was passiert vor dem Seminar? Was passiert im ganzen Seminarrahmen? Was passiert im einzelnen Aufstellungsprozess? Und was passiert nach dem Seminar? Das vierte Video, da erkläre ich dieses auffälligste Phänomen, die Stellvertreterwahrnehmung. Wie arbeiten wir damit? Ich erzähle Ihnen ein paar Beispiele. Und soweit es geht, erzähle ich auch Ihnen ein bisschen Ansätze, wie wir wissenschaftlich erklären können. Das ist ein Phänomen, das die Stellvertreter so zutreffend wahrnehmen. Etwas, was sie nicht per Kommunikation gewusst mitgeteilt bekommen haben. Das ist ein völlig erstaunliches Phänomen. Und man fragt sich, wie kann das funktionieren? Wir haben keine abschließenden wissenschaftlichen Erklärungen, aber ein bisschen was kann ich Ihnen auch dazu dann erklären. Das fünfte Video erklärt diese phänomenologische Schau auf die Seele. Welche Elemente, welche Qualitäten, welche Schwingung hat dieses so auf die Seele schauen, dass die bisher nie wahrgenommenen, immer aus der Wahrnehmung ausgeschlossenen, unbewussten Hintergründe für das Problem ans Licht kommen?
Im sechsten Video erkläre ich Ihnen, was sind geeignete Anliegen? Beziehungsweise eigentlich korrekt müsste man sagen, für welche Anliegen ist dieser Ansatz Familienaufstellung geeignet? Ich sage Ihnen ein paar Kennzeichen für diese Anliegen und ich sage Ihnen auch Beispiele, was sind geeignete Anliegen und ich sage Ihnen auch, was sind eher nicht geeignete Anliegen, wo Sie lieber einen anderen Ansatz wählen sollten. Und es gibt sogar auch ein paar Situationen, die sind eine richtige Kontraindikation. Auch das erkläre ich Ihnen. Im siebten Video erkläre ich Ihnen, wie finden Sie einen vertrauenswürdigen Anbieter? Woran erkennen Sie jemanden, der das auf eine vertrauenswürdige, seriöse und gute Weise macht? Und wie finden Sie den? Und im achten Video schließlich erkläre ich etwas über Familienaufstellungsarbeit lernen. Ich mache ja, wie gesagt, viel Weiterbildung. Kann auch sein, dass Sie mal Lust haben, sich viel intensiver damit zu beschäftigen. Und ich erkläre ein bisschen, welche Prozesse organisieren wir in der Weiterbildung, die dazu führen, dass Sie das Wissen um die systemischen Zusammenhänge, die Methoden, aber vor allen Dingen diese subtile und die Seele einladende Wahrnehmung entwickeln. Da gibt es ein paar schöne Möglichkeiten, wie wir das entwickeln, und das erkläre ich Ihnen in dem achten Vortrag. Soweit mal dieser kleine Überblick. Ich freue mich, wenn Sie Lust haben, die anderen Videos zu schauen, die Vorträge zu hören. Sie können natürlich auch auswählen, was Sie interessiert. Und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen. Sie sehen unter dem Video eine Möglichkeit, meine Internetseite anzuklicken. Und ich freue mich, wenn ich von Ihnen höre.